Schönen guten Tag, liebe YouTube-Gemeinde. Ich bin hier heute bei den Grünen in München und rede mit Frau Margarete Bause. Sie ist Mitglied des Bundestags seit 2017. Frau Bause, schönen guten Tag. Vielen Hallo. Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Erstmal möchte ich Sie beglückwünschen zu Ihrer ersten Rede am Donnerstag, die Sie hatten. Wie ging es Ihnen davor und danach? Sehr gut. Also es ist schon was sehr Besonderes, im Deutschen Bundestag reden zu können, reden zu dürfen. Es ist auch noch mal ein Unterschied zum Landtag. Da habe ich ja sehr, sehr viele Reden gehalten. Aber im Deutschen Bundestag, es ist eine andere Größenordnung, es ist eine andere Hausnummer. Ein bisschen nervös war ich tatsächlich, aber es hat ganz, ganz großen Spaß gemacht. Sie waren 18 Jahre lang im Bayerischen Landtag, Fraktionsvorsitzende dort, so lange wie keine andere Grüne. Jetzt sind Sie auf einmal im Bundestag. Wie lebt man sich dann ein? Das ist ja ein wahnsinniger Unterschied. Es ist ein Unterschied. Es ist wirklich eine andere Dimension. Das Tempo ist viel höher. Es sind viel mehr Themen, das Themenspektrum. Ich meine, es geht um die ganze Welt. Ich bin Menschenrechtspolitikerin. Ich habe jeden Tag Anfragen von Gesprächspartnern aus Syrien, aus der Türkei, aus verschiedenen afrikanischen Ländern, aus Bangladesch, was auch immer. Also sozusagen die ganze Welt ist plötzlich da und man kriegt natürlich einen ganz anderen Horizont. Von daher ist es ein sehr, sehr großer Unterschied zu dem, was ich bisher gemacht habe. Die Abläufe sind zum Teil ähnlich, zum Teil auch etwas anders. Aber also das wäre jetzt nicht so die große Umstellung gewesen. Die große Umstellung ist zum einen das wahnsinnige Tempo, was da herrscht, und zum anderen natürlich diese Fülle der Themen und Problematiken. Ich habe es gerade angesprochen, 18 Jahre lang Landtag. Wie haben Sie die Zeit dort erlebt? Worauf sind Sie besonders stolz, wenn Sie jetzt mal zurückblicken? Also ich glaube, dass wir Bayerische Grüne in den letzten 30 Jahren, muss man sagen, wir sind ja seit 86 im Bayerischen Landtag, dass wir Bayern verändert haben, zum Positiven verändert haben, dass wir Bayern ökologischer gemacht haben, dass wir Bayern auch demokratischer gemacht haben, trotz der CSU, gegen die CSU, dass wir Bayern auch weltoffener und liebenswerter gemacht haben. Und das war unsere beharrliche Arbeit auch aus der Opposition heraus. Man kann auch aus der Opposition heraus Dinge verändern. Das geht dann eher so über den indirekten Weg, über gesellschaftliche Veränderungen. Und diese gesellschaftliche Veränderung macht dann natürlich auch wieder Druck auf die CSU, die, wenn sie ihre absolute Mehrheit erhalten will, sich natürlich auch verändern muss und anpassen muss. Und dass es diesen Anpassungsdruck in Richtung Weltoffenheit, Fairness, Ökologie, Demokratie gegeben hat, das glaube ich, da haben wir Grüne einen guten Anteil dran gehabt. Auf welchen politischen Erfolg sind Sie besonders stolz? Also einer, der bis heute noch nachwirkt, ist der Ausstieg aus der Atomwirtschaft, das Aus für die Wiederaufarbeitungsanlage in Wackersdorf. Das war, ist zwar auch jetzt schon 30 Jahre her, aber wenn ich mir vorstelle, dass wir in die Atomwirtschaft eingestiegen wären, dass Bayern jetzt eine Wiederaufarbeitungsanlage hätte mit den ganzen Lasten, die das für die Zukunft unserer Kinder bedeutet, dann bin ich sehr, sehr froh, dass wir diesen Erfolg errungen haben und dass wir es verhindert haben, dass Bayern jetzt sozusagen ein Atom, eine Wiederaufarbeitungsanlage hätte mit den ganzen Gefahren, die davon ausgehen. Da bin ich heute noch stolz drauf. Sie hätten 2017 sowieso nicht mehr kandidiert für den Landtag, haben es dann recht glücklich noch reingeschafft in den Bundestag. Was hätten Sie gemacht, wenn Sie es nicht geschafft hätten? Wäre Ihre Karriere vorbei gewesen? Naja, zunächst mal war ja dann doch relativ viel Spiel. Ich war auf Platz 9 der Liste und es sind dann 11 grüne Bundestagsabgeordnete aus Bayern reingekommen. Also von daher ging es dann relativ locker, aber es stimmt schon, so im Wahlkampf selber im Sommer des letzten Jahres hätte ich nicht unbedingt darauf gewettet, dass es reicht. Ich habe natürlich gekämpft mit allen Möglichkeiten, die ich hatte. Und ich habe mir ehrlich gesagt keine Gedanken gemacht, was dann danach ist. Wenn man etwas wirklich will, dann muss man sich darauf konzentrieren und kann nicht schon einen Plan B im Kopf haben, was mache ich, wenn, sondern ich habe gesagt, ich setze alles dran, um tatsächlich mein Ziel zu erreichen, tatsächlich in den Bundestag zu kommen. Wenn es nicht geklappt hätte, wäre ich jetzt noch Landtagsabgeordnete. Aber ich hatte auch gesagt, ich würde nicht wieder kandidieren. Und was ich dann gemacht hätte, was anderes. Jetzt lassen Sie uns mal zur Wahl zurückblicken, die am 24. September stattfand.
Wie haben Sie die Zeit dort erlebt, die ersten Monate im Bundestag? Also es war ja so, zunächst mal gab es ja Koalitions- bzw. Sondierungsgespräche in der sogenannten Jamaika-Konstellation. Das war sehr, sehr spannend. Ich war zwar nicht in der Verhandlerrunde, aber sozusagen eine Runde dahinter. Es gab so Arbeitskreise, die unsere Verhandler gebrieft haben, Papiere vorbereitet haben. Und ich war in der Arbeitsgruppe zur Migration und Integration. Das hatte ich ja hier auch in Bayern gemacht. Und das war schon eine sehr spannende Arbeit. Natürlich haben wir alle gebibbert bei den Gesprächen, ob es dann tatsächlich reicht. Dass es reicht, hat ja dann leider nicht. Amts hat es natürlich dann auch sehr lange gebraucht, bis wir tatsächlich eine Regierung gehabt haben, überhaupt das Parlament, bis das mal zu arbeiten begonnen hat. Auf der einen Seite war es also, war sehr viel Veränderung und auf der anderen Seite hat es im Parlament selber eher stagniert. So ein bisschen so gegenläufige Bewegungen, aber für mich kam natürlich hinzu, das Büro einzurichten, Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter einzustellen, eine Wohnung zu suchen, also sozusagen Arbeitsstrukturen sich zu schaffen in Berlin. Also ich war gut beschäftigt, auch wenn das Parlament noch nicht in der Art und Weise gearbeitet hat, wie man es natürlich erwarten sollte. Sie haben gerade von Jamaika gesprochen. Wir wissen, dass Jamaika gescheitert ist. Glauben Sie, es war inszeniert von der FDP, wenn ich mir so anschaue, dass Christian Lindner sich sofort danach mit einer Rede hinstellt und sagt, dass es gescheitert ist? Also wir hatten ja von Anfang an den Eindruck, dass die FDP diese Koalition nicht will. Und es gab ganz viele Provokationen von der FDP in Richtung von uns Grünen, sodass wir den Eindruck hatten, die versuchen uns dazu zu bringen, dass wir hinschmeißen und sagen, oh, mit denen geht's gar nicht. Den Gefallen haben wir der FDP nicht gemacht, sondern haben gesagt, wir bleiben sitzen. Wir behalten Nerven, wir wissen, was wir wollen, wir haben unsere Agenda, wir sind gut vorbereitet. Und das hat die, glaube ich, am Ende dann dazu gebracht, dass sie gemerkt haben, sie können dem nichts entgegensetzen. Und von daher glaube ich, also ob so wirklich zielgerichtet geplant war, den Exit, weiß ich nicht. Aber ich glaube, die FDP hat zunehmend gemerkt, dass sie eigentlich nicht richtig vorbereitet ist darauf. Die haben immer noch ihr Trauma mit Frau Merkel, sind ja mal aus dem Bundestag geflogen. Und ich glaube, dieses unaufgearbeitete Trauma bei der FDP hat dazu geführt, dass sie gesagt haben, lass lieber die Finger davon. Und zum anderen auch, man merkte einfach, denen fehlten 4 Jahre Bundestag, auch was die inhaltliche Arbeit anging. Die waren nicht mehr auf der Höhe der Zeit. Und dann haben sie wohl gemerkt, dass sie da uns wenig entgegenzusetzen haben und haben dann irgendwann gesagt, Segel streichen, nichts wie raus, nichts wie weg, vor der Verantwortung davongelaufen. Ich meine, wenn die FDP jetzt heute daherkommt und sagt, die Regierung müsste dieses und jenes tun, dann kann man ihr immer mit Fug und Recht entgegenhalten, ja, hättet ihr es halt selber gemacht. Also ein bisschen Angst war dabei. Es war Angst dabei, ja, ja. Das war überhaupt nicht mutig, es war angstbesetzt. Und aus Angst vor der Verantwortung sind sie davongelaufen. Und die Frage ist natürlich, warum man eine Partei unterstützen sollte, die, wenn es drauf ankommt, zu zeigen, was sie kann, dann lieber davonläuft. Nicht gerade sagen, eine gute Ausgangsposition fürs nächste Mal, aber das muss die FDP mit sich ausmachen. Jetzt schauen wir mal in den Bundestag. Wir haben jetzt eine Debatte, ja, in der Früh, der ganze Saal ist voll, gegen Mittag ist weniger los, gegen Abend ist dann kaum einer da. Wie kann man sich diesen Tag als Bundestagsabgeordneter vorstellen? Haben die Leute Freizeit oder arbeiten die oder wie schaut der Tag aus? Also es ist sehr unterschiedlich, natürlich die Präsenz im Plenum. Es ist nicht bei jeder Debatte sind gleich viel, wobei ich den Eindruck habe, dass es in dieser Legislatur auch noch mal eine größere Präsenz im Bundestagsplenum gibt. Aber ich muss ehrlich sagen, dass die meiste Arbeit vor, während und nach den Plenarsitzungen läuft. Natürlich ist es wichtig, in der Debatte drin zu sein, anzuhören, worum geht es da. Aber die eigentlichen Sachen werden ja sozusagen in den Arbeitsgruppen vorbereitet, in den Ausschüssen diskutiert und verabschiedet. Die vielen Gespräche, von denen ich gerade geredet habe, mit den vielen Menschenrechtsverteidigern, ja, zum Beispiel, das läuft ja nicht
während ich im Plenum bin. Und die Woche hat 5 Tage von Montag bis Freitag, die Arbeitswoche. Und in dieser Zeit muss ich alles unterbringen. Die Arbeitsgruppe bei uns in den Grünen, der Arbeitskreis, die Fraktionssitzung, die Ausschusssitzung, die Vorbereitung der Ausschusssitzung, das Obleutetreffen, die verschiedensten Gespräche vorher und nachher. Und wenn wir 3 Tage Plenarsitzung haben, wenn ich halbwegs mit meiner Arbeit zurechtkommen will, kann ich gar nicht die ganze Zeit im Plenum sitzen, zumal im Plenum auch ein Laptop nicht erlaubt ist. Man kann so ein iPad haben und da irgendwie seine Mails lesen, aber es schaut ja auch nicht gut aus, wenn man die ganze Zeit dann irgendwie auf den Laptop schaut. Und deswegen muss ich sagen, dass die Arbeit, die eigentliche Arbeit sozusagen am Rande oder während oder vor oder nach dem Plenum stattfindet. Und wie gesagt, das Tempo ist unglaublich hoch im Bundestag. Ich war nicht unterbeschäftigt hier im Landtag, aber im Bundestag ist es nochmal ein Zacken schärfer. Sie sprechen es gerade an, die iPads. Wenn ich mir jetzt eine Rede von den Linken oder von der AfD zum Beispiel anschaue, und dann wird reingeblendet, der liest Zeitung, der telefoniert, der tippt am Handy rum, die unterhalten sich, der spielt mit seinem Handy. Wie beschreiben Sie da mal die Stimmung? Das ist doch sehr respektlos den anderen gegenüber. Also in den meisten Debatten, also dass man mal die Unterlagen liest, glaube ich, ist auch normal, insbesondere wenn man da stundenlang drin sitzt. Aber in den meisten Debatten gibt es schon auch eine große Aufmerksamkeit. Die Stimmung im Plenum ist so, dass gerade wenn AfD-Vertreter reden und die zum Teil Unsägliches von sich geben, dass es da schon auch eine Gemeinsamkeit der Demokraten gibt, die sich dagegen verwahren und der nächste Redner dann ja meistens auch das zurückweist, darauf reagiert und dann wirklich auch von allen anderen Fraktionen auch Beifall und Unterstützung bekommt, weil das im Bundestag einfach nicht stehen bleiben darf, wenn jemand völkische Äußerungen, rassistische Äußerungen macht, sich der Sprache der Nazis bedient. Das ist eine Schande für den Bundestag. Von daher hat sich wirklich was geändert in diesem Bundestag, seit die AfD drin ist. Aber zum Glück gibt es eben einen sehr breiten Konsens bei den demokratischen Parteien, dagegen anzugehen, das nicht einfach stehen zu lassen und sich dagegen zu verwahren. Frau Merkel wurde vor 2 Wochen wiedergewählt. War das Wahlergebnis für Sie überraschend, dass es so knapp war, oder war es doch zu erwarten, dass sie nicht mehr die volle Unterstützung hat? Also ich habe schon erwartet, dass sie nicht mehr von allen Abgeordneten der GroKo die Stimme bekommt, aber es war schon deutlich knapp. Also so knapp hätte ich es jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht, weil am Ende, man hat den Koalitionsvertrag ausgehandelt, man hat sich darauf verständigt, dass man gemeinsam regieren will und dann zu sagen, ich glaube es war 35 Abgeordnete der GroKo, die dann nicht für sie gestimmt haben, finde ich schon eine ziemlich hohe Anzahl. Das heißt für uns nur, also diese Regierung ist nicht stark und das heißt für uns als Opposition, dass wir die Chance, aber auch die Aufgabe haben, damit unseren Themen reinzugehen und der Regierung auf den Zahn zu fühlen. Glauben Sie, dass die Große Koalition die nächsten 3,5 Jahre Bestand hat oder wird die eher noch zerfallen? Nee, ich denke, dass sie die nächsten 3,5 Jahre ihre Arbeit machen werden. Ob sie sie gut machen werden, ist auch Aufgabe der Opposition, da den Finger in die Wunde zu legen. Wie bewerten Sie denn den Klimawandel in der GroKo und die Energiewende von Frau Merkel? Das ist eine einzige Katastrophe. Das Thema Klimaschutz kommt eigentlich gar nicht vor, im Regierungsprogramm gar nicht vor. Auch bei der Regierungserklärung von Frau Merkel letzte Woche, ich glaube, es waren 2 dünne Sätze dazu. Und für diese Menschheitsaufgabe, die wir da haben, ja, ist es einfach lächerlich. Da verschließt die GroKo weiterhin die Augen vor dieser unglaublich tiefgreifenden Veränderung. Wir sind ja schon mittendrin in der Klimakrise. Es ist nicht so, dass wir sagen, naja, schauen wir mal, ob sie kommt, sondern wir sind schon mittendrin. Und je mehr Zeit wir verschlafen, desto dramatischer wird es, weil die Maßnahmen greifen ja nicht sofort und auch die Auswirkungen dessen wird man auch nicht sofort merken. Deswegen ist es allerhöchste Eisenbahn, jetzt wirklich konsequenten Klimaschutz zu betreiben. Wir haben ja in den Jamaika-Sondierungen doch relativ deutliche Erfolge daraus verhandelt, auch
in Gesprächen mit der Union und auch in der FDP, da hat man gemerkt, dass die Grünen da stehen, dass das unser Herzensanliegen ist. Und das, man sieht auch, was den Unterschied ausmacht, wenn Grüne mit in der Regierung sind oder wenn sie nicht in der Regierung sind. Und das heißt aber jetzt nicht, dass wir nur jammern und sagen, die machen nichts, sondern dass wir nach wie vor da Druck machen, dass wir deutlich machen, wir können nicht so weitermachen wie bisher, dass wir versuchen, auch über die Länder, über die Bundesländer da voranzukommen, auch über ein Bündnis der Kommunen voranzukommen. Wir können jetzt nicht einfach sagen, jetzt warten wir halt bis nach der nächsten Wahl und hoffen, dass wir dann regieren, sondern wir müssen die Zeit, die wir noch haben, jetzt nutzen, um wirklich konsequenten Klimaschutz zu betreiben, und da werden wir auch nicht nachlassen. Ich habe jetzt mal etwas für Sie von der NABU Deutschland. 8 Kreuzfahrtschiffe verbrauchen genauso viel Sprit wie alle Autos weltweit. Wir haben jetzt ein Dieselfahrverbot. Setzt man da einen richtigen Punkt, dass man sagt, wir machen Dieselfahrverbot, oder hätte man bei den Kreuzfahrtschiffen schon vorgehen müssen? Naja, es ist immer so ein Verschiebebahnhof, dass man also hochrechnet, wie viel verbrauchen diese Fahrzeuge, wie viel verbrauchen jene Fahrzeuge, und dann sollen dann erstmal die anderen anfangen, und bei uns ist ja gar nicht so viel. Wir müssen auf allen Ebenen ansetzen, weil auf allen Ebenen eben ein Handlungsbedarf ist. Und die Luft in den Städten, also da geht es noch gar nicht in erster Linie um den Klimaschutz, sondern es geht um saubere Luft in den Städten beim Dieselfahrverbot. Und das ist ja ein Problem, gerade für Kinder, für ältere Menschen, dass die krank werden, dass wir wirklich Todesfälle haben in einem hohen Ausmaß durch die schmutzige Luft in den Städten, und ein großer Anteil kommt eben durch die Dieselfahrzeuge, und deswegen müssen wir hier handeln. Ich finde, die Gesundheit von Menschen ist wichtiger, als dass Autokonzerne weiterhin ihre Dieselfahrzeuge verkaufen können. Man hat ja in der Vergangenheit gesagt, Dieselautos sind gesund, jetzt sagt man, die sind doch nicht so gesund. Hat sich da die Regierung vielleicht doch ein Eigentor geschossen? Ja, gesund hat man ja nie gesagt, sondern man hat gesagt, sie sind weniger schädlich als jetzt die Benziner, weil die Emissionen da eher zum Klimawandel beitragen. Also hat man auf Diesel gesetzt, aber die Emissionen dort tragen halt zur Gesundheitsschädigung von Menschen bei. Es ist immer so ein bisschen wie die Wahl zwischen zwei Übeln. Und deswegen muss man sagen, lass uns andere Alternativen, nicht die Wahl zwischen Benziner und Diesel, sondern die Wahl zwischen Autofahren schlecht und ÖPNV ausbauen gut oder Fahrradverkehr stärken. Also Alternativen zum Autoverkehr, oder aber, wenn es ohne Auto nicht geht, Elektroautos sehr viel mehr in die Städte und auf die Straßen zu bringen. Also ganz anders zu denken und nicht zu sagen, okay, setzen wir das eine schmutzige Auto durch das andere schmutzige Auto, sondern eine saubere Mobilität, eine umweltverträgliche Mobilität zu ermöglichen. Und da ist bei der GroKo im Moment auch völlige Fehlanzeige. Da habe ich auch den Eindruck, dass die Automobillobby immer noch ein viel zu großes Ohr hat bei der Kanzlerin, aber auch beim Wirtschaftsminister, aber auch bei der SPD. Und deswegen ist auch das ein Feld, wo wir Grüne nicht locker lassen dürfen. Die Elektroautos sind dann also die Zukunft, dass dann auch die Luft sauberer bleibt? Also Elektroautos sind auf jeden Fall sauberer als Benziner oder Diesel. Aber jetzt, sagen wir mal, für den Platz in den Städten ist das jetzt auch keine Lösung. Wenn Sie einen Parkplatz suchen und keinen finden, ist es egal, ob Ihr Auto elektrisch ist oder mit Benzin oder Diesel fährt. Das heißt, wir müssen andere Mobilitätskonzepte in den Städten haben. Und da ist es allemal besser, auf den ÖPNV zu setzen, auf einen guten Fahrradverkehr zu setzen, als zu sagen, wir versuchen, die Städte autogerecht zu machen, wie das vor vielen Jahren ja mal so die Illusion war. Das hat sich, glaube ich, längst erledigt. Wir müssen unsere Städte menschengerecht machen. Sie sagten mir in einem Interview, Sie würden gern mitregieren. Jetzt ist es halt nicht so. Die Grünen sitzen in der Opposition. Was erhofft man sich jetzt von der Opposition? Also natürlich hätten wir es lieber anders gehabt, aber wir nehmen unsere Rolle jetzt an. Wir machen eine konsequente, konstruktive und kompetente Opposition. Ich glaube, an Lautsprechern und Populisten gibt es genug, insbesondere auf der rechten Seite, zum Teil auch auf der linken Seite. Ich sehe unsere Aufgabe so, dass wir deutlich machen, wie die besseren Konzepte ausschauen, dass wir diese Konzepte zur Diskussion stellen, dass wir versuchen, auch gesellschaftlichen Druck aufzubauen, dass wir versuchen, über unsere Landesregierungen, über den Bundesrat Druck aufzubauen. Auch da können wir einiges durchsetzen.
auch auf der kommunalen Ebene, in den Städten, wo wir mitregieren, dass wir versuchen, dort unsere Möglichkeiten zu nutzen, über gesellschaftlichen Druck, über gesellschaftliche Bündnisse, die wir haben. Also es gibt eine Fülle von Möglichkeiten und auch auf diesem Wege können wir was verändern. Kabinett Merkel steht, der neue Gesundheitsminister ist Jens Spahn. Sie haben ja sicher auch seine Äußerung zur Hartz-IV-Debatte gehört. Wie finden Sie diese Aussage? Unterirdisch, ehrlich gesagt, unsäglich. Also wenn jemand mit seinem Gehalt sich erdreistet zu sagen, in Deutschland muss niemand hungern, es muss niemand zur Tafel gehen, dann hat man nicht nur das Gefühl, dass er überhaupt kein Mitgefühl hat, dass er absolut hartherzig ist, sondern dass er auch nicht weiß, was in diesem Land los ist, die gesellschaftliche Spaltung überhaupt nicht mitbekommt, unter welchen zum Teil entwürdigenden Bedingungen Menschen leben müssen. Und deswegen ist seine Äußerung ist für mich wirklich unsäglich und wir Grüne haben ja auch sehr deutlich darauf reagiert, sehr deutlich uns auch da verhalten. Wir haben Armut in Deutschland und wenn wir wollen, dass die Spaltung in unserer Gesellschaft nicht noch größer wird, dann müssen wir alles tun, um diese Schere wieder ein wenig zueinander zu bringen, dass die, die mehr leisten können, tatsächlich auch mehr beitragen, dass die großen Unternehmen hier auch, die ganzen Vorteile genießen der Infrastruktur in Deutschland, auch mehr Steuern zahlen und dass wir den Hartz-IV-Satz auf jeden Fall sehr deutlich erhöhen müssen, dass wir Kinderarmut bekämpfen müssen, damit eben nicht die Armut sich in die nächste Generation schon wieder weiter vererbt. Also ein Riesenbündel an Aufgaben und jemand wie Jens Spahn hat nur gezeigt, dass er sich völlig disqualifiziert hat für seinen Job. Er ist ja einer der schärfsten Kritiker von Angela Merkel. Glauben Sie, Frau Merkel hat ihn ins Kabinett geschickt, um ihn dann quasi in die Wüste zu schicken, wie bei Herrn de Maizière? Also ich glaube schon, dass Frau Merkel sehr geschickt ist, ihre Kritiker eben auch in die Kabinettsdisziplin dann einzubinden, was für die Mitglieder dann am Kabinettstisch auch schwieriger ist. Die Regierungspolitik oder die Kanzlerin zu kritisieren, sie hat die Richtlinienkompetenz. Also ich glaube schon, dass es ein geschickter Schachzug war, auch Herrn Seehofer mit einzubinden, weil sie hat am Ende die Richtlinienkompetenz. Natürlich wird es dann auch noch weiterhin Streit geben und Versuche der Profilierung, davon gehe ich aus. Aber in gewisser Weise sind die Kritiker damit entschärft. Das hat sie in der Vergangenheit gezeigt, dass sie das gut kann. Sie ist allerdings nicht mehr so mächtig, wie sie mal war. Das muss man auch sagen. Sie ist angeschlagen. Und deswegen bin ich sehr gespannt, wie die Arbeit in den nächsten Wochen und Monaten läuft. Wir Grüne sind sehr klar. Wir sind gut aufgestellt. Wir haben einen tollen neuen Bundesvorstand. Wir konzentrieren uns auf unsere Schwerpunktthemen. Wir zeigen, wo es lang gehen könnte in Deutschland. Wir arbeiten an unseren Konzepten dann für die Möglichkeit, dass wir dann mal regieren. Und wir können auch immer zeigen, es geht auch anders, weil wir immer noch sagen, die Sondierungsgespräche, auch die Unterlagen aus den Sondierungsgesprächen haben. Also wir werden auf jeden Fall Druck machen aus der Opposition heraus und sicherlich auch das eine und andere bewegen. Sie sind im Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe. Wie setzen sich Sie bzw. die Grünen für die ein, um die Menschenrechte in der Türkei besser werden zu lassen? Auch hier haben wir die Debatten im Bundestag, die wir immer wieder führen. Wir machen deutlich, das NATO-Land Türkei darf keine Waffen mehr bekommen, weil mit deutschen Waffen, deutschen Kampfpanzern dann eben die Kurden, gegen die Kurden Krieg geführt wird. Wir machen deutlich, dass die Türkei, so wie sie jetzt ist, die Vorgaben für einen Beitritt zur Europäischen Union in keinster Weise erfüllt. Wir suchen nach wie vor die Kontakte zur Opposition in der Türkei, zu den Menschenrechtsverteidigern, zu den Journalisten, zu den Inhaftierten. Wir versuchen auch über öffentliche Kampagnen Inhaftierte frei zu bekommen. Also auch hier mit all unseren Handlungsmöglichkeiten, die Menschen zu unterstützen und zu schützen, die in der Türkei für demokratische Werte und demokratische Rechte einstehen. Sehen Sie die Türkei in der EU? Ich sehe sie im Moment nicht in der EU, weil alles, was
die Voraussetzungen sind für einen EU-Beitritt unter Erdogan mit Füßen getreten wird. Und wenn einer sogar noch über die Wiedereinführung der Todesstrafe schwadroniert, dann hat sich das Thema damit erledigt. Aber ich würde nicht grundsätzlich sagen, dass die Türkei für immer und ewig nicht zur EU gehören sollte. Sollte es wieder demokratische Verhältnisse geben in der Türkei, sollten sie einen anderen Präsidenten oder vielleicht gar eine Präsidentin haben, dann muss natürlich auch dieser Prozess wieder aufgenommen werden. Aber unter den jetzigen Bedingungen sehe ich da überhaupt keinen Weg. Sie haben es vielleicht auch in der Zeitung gelesen, antisemitische Schüler haben nichtgläubige Mitschüler mit dem Tode bedroht und auch beleidigt. Dort handelte es sich um muslimische Schüler, die jüdische Schüler angegangen haben. Sind es Einzelfälle oder ist es die Realität in Deutschland? Also es kommt leider vor, es kommt nicht jeden Tag und in jeder Schule vor, aber selbst wenn es nur Einzelfälle sind, müssen wir sofort deutlich machen, für so etwas gibt es bei uns keine Toleranz. Wir haben Religionsfreiheit in Deutschland, jeder hat das Recht, einer Religion anzugehören oder keiner Religion anzugehören und jeder hat das Recht, sich auch so zu verhalten. Und niemand hat das Recht, jemanden zu beleidigen oder anzugreifen wegen seiner oder ihrer Religion. Und das müssen wir von Anfang an deutlich machen, egal wie alt die Schülerinnen und Schüler sind. Das muss die Schule sofort deutlich machen, das muss die Schulleitung unterbinden. Die Lehrkräfte müssen geschult werden, wie man damit umgeht, wie mit jeder anderen Art von Mobbing, egal aus welchem Grund. Das darf nicht geduldet werden und da muss sofort die Schulleitung eingreifen, die Schule muss darauf reagieren, die Eltern müssen darauf reagieren. Sowas darf keine Unterstützung oder Toleranz finden. Aber meistens lernen es ja die Kinder von den Eltern. Muss man, wie will man dann die Eltern in diesem Fall erziehen? Das ist natürlich ganz schwierig. Man kann ja schlecht die Eltern in die Schule einberufen. Ja. Kann man auch machen, nur ich weiß nicht, ob das dann so viel hilft. Aber man muss in der Schule deutlich machen, hier in diesem demokratischen Rahmen, der wir als Schule sind, in dieser Gemeinschaft, die wir als Schule sind, dulden wir so etwas nicht. Und natürlich wird das dann über die Kinder auch wieder an die Eltern zurückgespiegelt, dass es sowas in dieser Schule nicht gibt. Was die zu Hause reden, das ist die Privatsphäre jedes Einzelnen. Aber in dem Augenblick, wo in der Schule oder sonst wie im öffentlichen Raum, auf der Straße oder so, jemand wegen seiner Religion angegriffen wird, dann muss deutlich sein, so etwas geht bei uns hier in Deutschland nicht. Cem Özdemir hat mal den schönen Satz gesagt, kein heiliges Buch steht über unserem Grundgesetz. Und das ist die Grundlage für unser Zusammenleben hier und da gibt es kein Vertun. Jetzt blicken wir mal in die Zukunft. Wie sehen Sie die Entwicklung für Deutschland in den nächsten 5 bzw. 10 Jahren? Also ich glaube, Deutschland hat einiges versäumt in den letzten Jahren. Beim Thema Klimaschutz, beim Thema Armutsbekämpfung, Kinderarmutsbekämpfung, beim Thema Energiewende auf den richtigen Weg bringen, aber auch beim Thema Infrastruktur, ich sage nur Glasfaserausbau. Da ist, obwohl wir ein reiches Land sind, obwohl wir viele hohe Steuereinnahmen haben, ist der Finanzminister sowas von auf der Bremse gestanden, dass wir dringend notwendige Investitionen nicht getätigt haben. Und dieser Rückstand, der muss jetzt endlich aufgeholt werden. Ich habe mich ja etwas gewundert, als Frau Merkel im Bundestag gesagt hat, also es kann gar nicht sein, dass in unserem reichen Land Kinder in Armut leben müssen. Da habe ich mir gesagt, wer hat eigentlich in den letzten Jahren regiert? So. Das war wirklich etwas putzig, wie sie das gesagt hat, sich darüber empört hat. Das ist ihre eigene Verantwortung. Und auf all diesen Ebenen hat Deutschland Nachholbedarf und der muss dringend aufgeholt werden. Wird Angela Merkel zur nächsten Wahl wiedergewählt werden? Ich glaube nicht, dass sie noch mal antreten wird. Ist vielleicht sogar die Frage, ob sie schon vor der Wahl dann einem Nachfolger, einer Nachfolgerin sagen, das Kanzleramt übergeben wird. Das vermag ich im Moment nicht zu sagen, aber ich gehe davon aus, dass sie bei der nächsten Wahl nicht wieder als Kanzlerin antreten wird. Und ich muss ehrlich sagen, es ist dann auch genug mit so vielen Jahren einer Kanzlerin Merkel. Das wird dann wahrscheinlich auch die neue Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer. Kanzlerpotenzial?
Sie muss sich, glaube ich, auf Bundesebene erst noch beweisen. Sie ist die Kronprinzessin, sonst wäre sie nicht berufen worden, das ist völlig klar. Aber ob sie das Standing hat in ihrer eigenen Partei, da gibt es ja dann doch einige Männer, die erstmal versuchen, die Ellbogen auszufahren. Da werden jetzt sicherlich auch einige Konkurrenzkämpfe auszufechten sein. Das ist aber die Sache der Union, da müssen wir Grüne uns nicht einmischen. Und ich gehe davon aus, dass wir die letzte Legislaturperiode mit einer Kanzlerin Merkel haben. Und dann muss man sehen, was die Zukunft bringt. Wie gesagt, wir Grüne sind stark. Wir versuchen, die Zukunftsthemen auf die Agenda zu setzen. Wir versuchen, noch mal mehr gesellschaftlichen und politischen Druck aufzubauen und zu gucken, dass wir beim nächsten Mal dann auch tatsächlich in Regierungsverantwortung sein werden. Es kann mit Deutschland nur bergauf gehen. Frau Bause, ich danke Ihnen recht herzlich für Ihre Zeit, wünsche Ihnen noch viele interessante Stunden in Berlin, wünsche Ihnen für Ihren weiteren beruflichen und privaten Lebensweg alles Gute und freue mich dann schon, wenn wir wieder ein Gespräch miteinander haben. Herzlichen Dank.